Nachdem wir das Valley verlassen haben, setzen wir unsere Reise in Kalifornien am Kings Canyon und Sequoia Nationalpark fort. Der Kings Canyon Nationalpark und der Sequoia Nationalpark sind zwei Nationalparks in der kalifornischen Bergkette der Sierra Nevada. Die Landschaft der beiden benachbarten Parks weist wegen den extrem unterschiedlichen Höhen von 400 Meter bis über 4000 Meter eine große Vielfalt in der Natur auf. Riesige Berge, tiefe Canyons und hohe Bäume bilden die unterschiedlichsten Lebensräume für Tiere und Pflanzen. Unser erster Weg führt uns ins Tal des Kings Canyon. Leider war die Straße kurz hinter der Kings Canyon Lodge wegen des bevorstehenden Winters bereits gesperrt. So konnten wir nur einen Blick von oben in das Tal machen. Auf dem Rückweg vom Kings Canyon kommen wir am Tunnel 3 vorbei. Wir fahren außen herum, weil wir mit der Dachbox zu hoch sind. Danach machen wir Halt am Morrow Rock und gehen auf ihn hinauf. Jetzt schauen wir in die Richtung des Mount Whitney, der mit seinen 4420 Metern der höchste Berg der Sierra Nevada ist. Die Hauptanziehungspunkte bilden die beeindruckenden Riesenmammutbäume mit einer Höhe von 80 Meter und mehr. Der General Sherman Tree steht in der Grand Grove im Kings Canyon Nationalpark und ist der zweitgrößte Baum der Erde. Er ist 82 Meter hoch und hat einen Basisdurchmesser von 10 Meter. Laut Schätzung soll er etwa 2000 Jahre alt sein. Wir verlassen die Berge und durchfahren das San Joaquin Valley. Nahe der Ortschaft Coalinga treffen wir auf ein Erdölfeld. Da das Erdöl hier sehr zähflüssig ist, nutzt man die Sonnenenergie mit dem Spiegel, um in einem Wasserbehälter Dampf zu erzeugen, mit dem man das Erdöl aufheizt. Wir sind jetzt nah am Pazifik und wechseln vom November in den Dezember. Unweit von Coalinga am Condon Peak Campground finden wir einen kostenfreien und nur von uns benutzten Campingplatz. Hier bleiben zwei Nächte, weil wieder mal die Bremsen des Wohnwagens repariert werden müssen. Vom Condon Peak fahren wir zum Pinnacles Nationalpark. Der Park liegt am Rande der San Andreas Verwerfungszone auf der pazifischen Platte. Hier unternehmen wir ausgedehnte Wanderungen. Mit einer Taschenlampe geht es durch eine dunkle Felsschlucht zum Berg Gulchsee. Auf dem Rückweg konnten wir eine große Anzahl Spechte an den Eichenbäumen beobachten. Sie hacken Löcher in den Baum, wo sie Eicheln als Wintervorrat hineinpacken. Wir sind am Pazifik. Rund 40 Kilometer südlich von San Francisco sind wir an der Half Moon Bay gelandet. Hier genießen wir die frische Meeresluft und beobachten Pelikane und viele andere Wasservögel. Wir fahren auf dem Highway 1 weiter nach Süden. Nahe Santa Cruz an der Monterey Bay besuchen wir den küstennahen Henry Cowell Redwood State Park. Bei Minusgraden knapp unter 0
schauen wir am frühen Morgen uns hier den einzigartigen Altwachstumsbestand von Redwoods an. Der Küstenmammutbaum ist ein immergrüner, langlebiger Baum. Er wird 1800 Jahre und mehr alt und sie werden bis zu 115 Meter hoch und bis zu 8 Meter dick. Vor dem Besucherzentrum können wir an einer Baumscheibe nachvollziehen, wie die Bäume über die Jahre gewachsen sind. Und hier sind Stücken von Baumrinde, in die die Spechte Löcher gehackt haben und dann mit Eicheln auffüllen. Im Pinnacles Nationalpark haben wir das ja in freier Natur beobachtet. Von Santa Cruz aus kann man den Park mit der Pacific Railway erreichen. Nur hätten wir dann jetzt im Dezember dies nur an einem Sonntag gekonnt. Deshalb sind wir mit dem Auto hier. Da die Campingplätze nah am Pazifik im Strandbereich recht teuer sind, fahren wir etwas ins Hinterland und finden wie hier am Pinto Lake an einem kleinen See einen hübschen Platz. Bei dieser Aufnahme kann man mal wieder den Größenunterschied bei Wohnfahrzeugen sehen. Wir schreiben heute, Sonntag, den 8. Dezember, es ist der 2. Advent. Vom Pinto Lake aus machen wir einen Ausflug nach Monterey. Nachdem wir Monterey besichtigt haben, fahren wir weiter und kommen zu einer mautpflichtigen 17 Meilen langen Küstenstraße. Die Straße führt uns direkt durch einen Golfplatz, sehen eine Robbenkolonie, schauen uns schöne Villen an und fahren durch einen vom Wind zerzausten Zypressenwald. In der kleinen Stadt Carmel endet der Drive. Das angenehme Klima und die hohe Lebensqualität der kleinen Stadt Carmel wussten schon frühere Schriftsteller wie Ernest Hemingway und Jack London zu schätzen. Auch heutzutage sind viele Prominente gelegentlich hier anzutreffen, unter anderem Brad Pitt mit Frau oder auch Jennifer Aniston. Clint Eastwood war 8 Jahre Bürgermeister von Carmel und besaß im Ort eine Hotelanlage. Südlich von Monterey wird der Highway 1 wieder einsam. Die Küstenstraße geht nun an der Steilküste im Gebiet von Big Sur entlang. Als die Küste flacher wird, erreichen wir den Point Piedras Blancas
und gelangen zur größten Seeelefantenkolonie in Kalifornien, am Highway 1. Wir können an dem schmalen Strandabschnitt die Machtkämpfe der Seeelefanten beobachten. Von hier aus können wir bereits das First Castle auf der Bergkuppe sehen. Dies ist unser nächstes Ziel. Hearst Castle liegt nahe bei der Ortschaft San Simon und wurde in den 1920er Jahren vom Zeitungsverleger William Randolph Hearst auf einem Hügel mit Blick zum Pazifischen Ozean erbaut. Das exotische Fantasieschloss zeigt, was geschieht, wenn eine simple Idee mit unbegrenzten Mengen an Zeit, Geld, architektonischem Talent und Enthusiasmus in Angriff genommen wird. Mit dem Bus fahren wir bergan und nehmen an einer Führung teil. Wir warten vor dem Haupteingang, ehe es durch die Innenräume geht. Im Innenbereich geht es ohne Führung nicht. Wir besichtigen den Empfangsraum und das Esszimmer sowie weitere interessante Räume. Danach können wir uns aber im Außenbereich wieder frei bewegen. Wir bestaunen das 30 Meter lange Neptun-Schwimmbecken im Stil der griechischen Antike, schauen in verschiedene Nebengebäude, die die Wohnanlagen für die Gäste waren, und gehen durch die Parkanlage. Um zur Busabfahrtsstelle zu gelangen, muss man noch am römischen Becken mit blauen und goldenen Murano-Fliesen vorbei. Wir müssen in der Stadt Lombok einige Tage pausieren. Bei einem Autocheck wurde festgestellt, dass die Bremsbeläge der Vorderbremse nur noch 1 mm haben und damit ein Wechsel erforderlich ist. Da in den USA keine Bremsbeläge auftreibbar waren, mussten wir sie von Deutschland einfliegen lassen. Alles in allem, vom Bestellen bis zur Weiterfahrt, dauert es nur 4 Tage. Lombok ist eine vom Militär geprägte Stadt. Nahe der Stadt gibt es die Air Force Base Vandenberg. Deshalb waren viele Angebote ringsum recht preiswert, so auch unser Campingplatz. Wir bezahlten alles in allem nur $10 pro Tag und das mit Stromanschluss und warmer Dusche. So preiswert mit dem Service war es bisher nie auf der Reise. Wir nutzten die Zeit zu Ausflügen in die nahe Umgebung, so unter anderem zum Pazifischen Ozean am Mündungsort des Santa Ynez River. Solvang, eine dänisch geprägte Ortschaft in den USA. Solvang wurde 1911 von einer Gruppe dänischer Pädagogen auf ehemaligen spanischen Missionsland gegründet. Diese errichteten dort zunächst eine Volksschule und später ein College. Durchgängig im dänischen Fachwerkstil gehalten, hat sich Solvang zu einer bedeutenden Touristenattraktion entwickelt. Die Stadt bietet mit dänischen Bäckereien, Restaurants und Geschäften einen Hauch von Dänemark im sonnigen Kalifornien und trägt deswegen den Spitznamen Dänische Hauptstadt von Amerika. Uns gefällt es hier so gut, dass wir 3 Tage bis zum 19. Dezember bleiben. Wir genießen die europäisch geprägte Weihnachtsstimmung, ehe es nach Malibu zu unserem Campingplatz am Meer über die Weihnachtstage geht.
Heute am 23. Dezember sind wir am Campingplatz in Malibu angekommen und bleiben über die Feiertage. Am Weihnachtstag genießen wir den Sonnenschein und ruhen uns bei Kaffee und Kuchen vor dem Wohnwagen aus. Es ist zwar nicht viel Platz nach rechts und links von unserem Wohnwagen, aber wir haben eine schöne Sicht auf den Ozean und können es genießen, bis die Sonne untergeht. Alle Amerikaner haben heute nämlich Hektik, denn in der USA ist nur der 25. Dezember der Weihnachtsfeiertag. Der 24. ist ein Arbeitstag. Von unserem Platz aus fahren wir in die Santa Monica Berge über den Mulholland Drive und besuchen die Paramount Movie Range. Sie entstand 1927 und ist Drehort einiger Westernfilme. Im Nordwesten von Los Angeles, wo die Santa Monica Berge beginnen, liegt auf einem Hügel das Getty Museum. Ehe wir mit dem Besuch des Museums beginnen, schauen wir auf Los Angeles. Unten im Tal neben dem Freeway haben wir unser Auto für 15 Dollar geparkt und sind anschließend mit der automatischen Bahn nach oben gefahren. Das von John Bauer Getty geschiftete Museum und die darin enthaltenen etwa 50.000 Kunstwerke, die seiner Sammelleidenschaft entstanden, sind kostenfrei zugänglich. Mit dem Bau des Museums wurde 1991 begonnen und ist seit 1997 geöffnet. Wunderschön ist auch die zugehörige Parkanlage mit seinen Skulpturen. Neben dem Paul Getty Museum ist auch seine letzte Wohnstätte, die Paul Getty Villa, kostenfrei zugänglich. Auch ihr statten wir einen Besuch ab. Thank you.
Von unserem Campingplatz in Malibu aus fahren wir auf dem Pacific Coast Highway nach Santa Monica und beschnuppern das Ende der Route 66, die Santa Monica Pier. Danach geht es auf dem Fußgänger Boulevard durch Santa Monica. Hier befinden wir uns im Nobelviertel Marina del Rey. Danach geht es wieder auf den kurvenreichen Mulholland Drive durch die Berge, bis wir im Stadtteil Hollywood ankommen und einen Spaziergang über den Hollywood Boulevard unternehmen. Wir stehen hier vor dem Kino Chinesiedre. Es wurde 1927 von dem Kinobetreiber Sid Graumann als Premierenkino im Stil einer chinesischen Pagode eröffnet. Weltberühmt wurde das Kino durch die Hand- und Schuhabdrücke zahlreicher Filmstars, die in Zementblöcken im Eingangsbereich des Kinos verewigt sind. Auf dem Gehweg des Hollywood Boulevards sind über 2500 Platten mit Sternen für Stars eingelassen, die in 5 Kategorien Symbole eingeteilt sind. Wir fahren weiter nach Süden. Dabei geht es durch Downtown von LA nach Long Beach. Hier schauen wir auf die ausgemusterte und heute als Hotel genutzte Queen Mary und gehen im Zentrum an der Hafenmole von Long Beach spazieren. Danach geht es weiter nach Oceanside, wo wir Silvester verbringen werden. Von unserem Standplatz in Oceanside unternehmen wir Radtouren am Strand entlang und in die umliegenden Ortschaften. Nach den Radtouren genießen wir das Spa-Becken bei Sonnenschein. Wir haben ein schnelles Internet und können am Abend wieder mal unsere Mails abarbeiten, Bankverkehr erledigen, über Skype mit allen zu Hause gebliebenen zu telefonieren und schaut uns Filme aus den Mediatheken der deutschen Fernsehsender an. Mit dem Auto sind wir nach San Diego, der zweitgrößten Stadt im US-Bundesstaat Kalifornien, gefahren. Bevor es in die Stadt geht, fahren wir auf den Berg der Halbinsel Point Loma. Von hier oben hat man einen schönen Blick auf die Stadt. Direkt an der Hafenfront haben wir unser Auto abgeparkt.
und laufen auf dem Harbor Drive entlang bis zum Flugzeugträger Midway, der hier als Museum vertäut ist. Wir sind über die Hafenbrücke zur Coronado Beach gefahren. Wir suchen uns einen Parkplatz, was nicht ganz so einfach war, denn momentan herrscht hier der Jahresendtrubel. Anschließend spazieren wir am Strand entlang, bis wir das Coronado Hotel erreichen. Wir gehen durch das Hotel und versuchen uns dabei an den Film Manche mögen's heiß mit Marilyn Monroe, Tony Curtis und Jack Lemmon in den Hauptrollen zu erinnern, der hier 1958 gedreht wurde. Nach dem Besuch des Botanischen Gartens mit seiner umfangreichen Pflanzensammlung, seinen ganzjährig blühenden Pflanzen mit Bäumen aus der ganzen Welt, majestätischen Palmen und Nordamerikas größter Bambussammlung geht es nach Old Town. Der Stadtteil Old Town von San Diego wird häufig als Geburtsplatz von Kalifornien bezeichnet. Es erinnert an die frühen Tage der Stadt und enthält viele historische Gebäude aus der Zeit von 1820 bis 1870. Der Balboa Park ist die größte öffentliche Grünanlage San Diegos und wurde 1868 nahe dem heutigen Downtown San Diegos gegründet. Im Park gibt es eine Vielzahl von reich verzierten Gebäuden und kulturelle Einrichtungen, die Museen beherbergen. Es ist Anfang Januar 2014 und wir suchten einen Campingplatz, auf dem wir eine Weile bleiben können. Bedingung ist, er hat einen Storage zum Abstellen unseres Wohnwagens. In dem Campingplatz Lilac Oaks in den Bergen nordöstlich von San Diego nahe der Ortschaft Temecula haben wir ihn gefunden. Wir müssen aus den USA raus, da Ende Januar unsere Aufenthaltsgenehmigung für die USA endet. Nach einem Aufenthalt im Ausland, leider zählen dazu nicht die Nachbarstaaten wie Mexiko und Kanada, dürfen wir erneut einreisen. Deshalb wollen wir für etwa 10 Tage nach Deutschland reisen, ein paar wichtige Termine wahrnehmen und wieder erneut einreisen. Und das für weitere 180 Tage, so unser Plan. Bevor es soweit ist, erkunden wir die hiesige Gegend.
Wir sind auf dem Weg durch das Cursor Canyon zu den Bergen, sehen unterwegs Palmenplantagen, Kakteen und farbige Sträucher. Dann erreichen wir das Palomar Observatorium. Die große Sternwarte befindet sich auf dem Gipfel des 1706 Meter hohen Palomar Mountain und ist vor allem durch das 5 Meter Spiegelteleskop, das Hale-Teleskop, bekannt. Am Parkplatz an der Rückfront eines Supermarktes ist eine besonders schöne Wandmalerei zu sehen. So etwas, nur nicht zu groß, haben wir schon öfters gesehen und gefällt uns immer wieder. Auf der Rundfahrt besuchen wir noch die Ortschaft Temecula. Die Altstadt besitzt schöne alte Holzhäuser aus der Zeit von 1890. Wir haben das Gefühl, in einer alten Westernstadt zu sein. Wir zählen die letzten Stunden, ehe wir packen, unseren Wagen ins Sperrlager schaffen und mit dem Auto nach L.A. fahren. In L.A. hatten wir schon von Malibu aus einen Longtime-Parkplatz gesucht und gefunden, wo wir unser Auto für $12 pro Tag abstellen wollen. Damit wir unseren Flug nicht verpassten, reisten wir am Vortag an und buchten uns über das Internet im Voraus ein Hotel für die Nacht. Am nächsten Tag haben wir viel Zeit, denn einchecken müssen wir erst am späten Nachmittag. Und hier ein Hinweis in eigener Sache. Auf YouTube finden sich 18 Videofilme aus dem Jahr 2014 in Nordamerika, die die Bildershow hier ergänzt.